is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Klug oder töricht? Dann wird das Himmelreich gleich wie 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Wir dürfen uns nicht auf den Gedanken ausruhen, wir wären ja gerettet, weil wir Gemeindeglieder sind, während wir gleichzeitig nicht zeigen, dass wir dem Ebenbild Christi ähnlich sind und an unseren alten Gewohnheiten hängen und am Stoff, aus dem unser Leben besteht, mit den Fäden weltlicher Ideen und Sitten weiterweben. Die 10 Jungfrauen waren am Abend der Geschichte dieser Erde. Alle behaupten, Christen zu sein. Alle haben eine Berufung, tragen einen Namen, eine Lampe. Und alle geben vor, Gott zu dienen. Anscheinend halten alle nach seiner Erscheinung Ausschau. Aber 5 fehlt etwas. 5 werden überrascht, sind gestürzt und dürfen nicht in den Festsaal hinein. Wir finden uns entweder in dem Bild der Klugen oder der törichten Jungfrauen. Viele werden nicht zu Jesus Füßen sitzen bleiben und von ihm lernen. Sie kennen seine Wege nicht und sind auf sein Kommen nicht vorbereitet. Sie haben nur vorgegeben, auf ihren Herrn zu warten. Also sie haben nicht gewacht und gebetet mit dem Glauben, der durch die Liebe tätig wird und die Seele reinigt. Sie haben sorglos vor sich hingelebt. Sie haben die Wahrheit gehört und ihr zugestimmt. Aber sie haben sie nicht auf ihr Alltagsleben übertragen. Das Öl der Gnade speiste ihre Lampen nicht. Und sie sind nicht darauf vorbereitet, am Hochzeitsmahl des Lammes teilzunehmen. Seid doch nicht wie die törichten Jungfrauen, die es einfach für selbstverständlich halten, dass Gottes Verheißungen für sie da sind, während sie die Gebote Christi nicht befolgen. Will jemand mir nachfolgen, sagt er nämlich, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz täglich auf sich und folge mir nach. Wenn wir im Veredelungsprozess und Reinigungsvorgang die Prüfung bestehen, die uns Gott unterzieht, wenn der Feuerofen all die Schlappen verzehrt und das reine Gold eines gereinigten Charakters erscheint, dann können wir immer noch mit Paulus sagen, nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach. Eins aber sage ich, vergesse, was da hinten ist und strecke mich nach dem, das da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, nach dem Kleinod der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. The Lord is coming. Are you ready?